Christoph, wir haben jetzt den 6. Mai, 3 Tage also noch bis zum 9. Mai. Das Datum, das seit Ausbruch dieses Krieges und jetzt immer mehr vielen Menschen Sorge bereitet. Was scheinen die Pläne von Putin, von Russland zu sein für den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, der gefeiert wird in Russland? Also wenn man dem Sprecher des russischen Parlaments, der Duma, glauben darf, dann wird es keine Kriegserklärung an die Ukraine geben, keine Mobilmachung und taktische Atomwaffen oder Atomwaffen generell werden auch niemals eingesetzt, solange die Existenz der Russischen Föderation nicht bedroht ist. Das ist das eine, was es hier von offizieller Seite verlautet wird. Die andere Sache ist, was dann tatsächlich passiert. Und das können wir heute im Vorfeld dieses 9. Mai noch nicht abschätzen. Es gibt eine weitverbreitete Meinung, dass ohne eine Generalmobilmachung die Russen nicht über ausreichend Soldaten verfügen, um ihre Ziele tatsächlich verfolgen und auch erreichen zu können. Und von daher hält sich das Gerücht hartnäckig, dass es in Russland früher oder später doch zu einer Generalmobilmachung kommen wird.